Das trifft sich gut. Dass es dir gut geht, weil das, was wir jetzt vorhaben, da muss es dir auch gut gehen. Da musst du ganz, ganz, ganz fit sein. Ich hab Angst. Was hast du vor? Nichts Bestimmtes. Du bist so euphorisch. Da stimmt irgendwas nicht. Hey Leute, was geht? Baby René hier und ich stehe vor meinem neuen Raum, vor der neuen Wähle nicht die falsche Tür Challenge. Die habe ich ja gerade erst ganz frisch gebaut und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wie ich die gebaut habe, dann schaut euch das gerne nochmal an bei dem vorherigen Video. Da kann man nämlich sehen, was ich da so alles gemacht habe, um die zu bauen. Und hier könnt ihr schon sehen, hier gibt es ganz viele verschiedene Türen und die meisten davon sind nicht die richtigen. Das heißt, wenn man hier die falsche Tür wählt, dann hat man Pech gehabt, weil dann, wenn man ganz viel Pech gehabt hat, dann fällt man hier nach unten hin. Und das wird, glaube ich, echt lustig, wenn die erste Person hier durchlaufen muss. Und ihr könnt euch natürlich schon denken, wer die erste Person sein wird, die hier gleich durchlaufen muss. Natürlich Baby Claudio. Und den holen wir jetzt mal ab. Deswegen laufen wir jetzt mal ganz schnell hier aus dem Haus raus. Da müssen wir dann erstmal hier aus der Haustür raus. Und wir schauen einfach mal, ob der gerade zu Hause ist und ob der Zeit hat. Aber der muss einfach Zeit haben. Das, was wir jetzt hier vorhaben, das ist auf jeden Fall viel wichtiger als alles andere. Und deswegen werden wir in unser Auto steigen und hier mal ein bisschen rumfahren. Das ist das Partyhaus. Und das ist sogar das Partyhaus von ihm. Oh, da gehen wir da mal rein. Und ich laufe gar nicht erst. Ich laufe einfach rein. Die Tür steht auch offen. Und da ist erstmal noch keiner. Mal schauen, wo der steht. Irgendwo muss der doch sein. Ist er vielleicht hier? Ja, nein, hier ist er nicht. Aber ich sehe dich. Oh, Baby Claudio, warst du das? Ja. Da bist du also. Ja, ich war. Du hast mich aber ganz gut reingelegt. Ja, oder? Findest du? Ja, finde ich schon. Okay, weißt du was? Nimm mal kurz einen Donut mit und dann komm mit, weil ich habe was ganz, 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 ganz Wichtiges vor. Ich will aber einen Tee. Ja, okay, dann nimm einen Tee. Du kannst den auch ruhig gleich trinken, aber wir müssen auf jeden Fall schon uns auf den Weg machen, weil ich habe was ganz Lustiges vor. Also steig ein, das wird ganz aufregend. Baby René, ich vertraue dir nicht. Wieso nicht? Ja, du willst einfach mich hier irgendwo hinbringen, was hast du vor? Das sage ich dir gleich. Aber du hast mich mal gefragt, wie es mir geht. Wie geht's dir? Ja, mir geht's super, danke. Ja, okay, gern geschehen. Ich hoffe, so, das trifft sich gut. Das trifft sich gut, dass es dir gut geht, weil das, was wir jetzt vorhaben, da muss es dir auch gut gehen. Da musst du ganz, ganz, ganz fit sein. Ich habe Angst, was hast du vor? Nichts Bestimmtes. Du bist so euphorisch, da stimmt irgendwas nicht. Nee, ich habe eigentlich nichts Bestimmtes vor. Okay, vielleicht doch. Also, komm, bleib mal hier oben. Ja, ich bleib komm hier oben. Komm mal mit hier hin. Komm mal hier mit nach draußen. Ja, ich komme. So. Und dann komm mal mit nach oben. Ja. Oh, ich will den Parkour nicht wieder machen. Nee, den musst du nicht machen. Du musst weder den Escape Room machen, noch musst du die OB machen. Nein, wir machen heute was anderes, denn du kannst ja schon sehen, hier ist was ganz Neues hingebaut worden. Ja, hier sind drei Türen, Baby René, was hast du vor? Ich vertraue dir nicht ganz. Du kannst dir schon denken, was hier auf dich wartet. Hier ist eine Wähle nicht die falsche Tür Challenge. Und du musst gleich die richtige oder die falsche Tür wählen. Ja, ich glaube, die hier ist richtig, aber ich habe schon reingeguckt. Ja. Okay, ja gut, dann will ich die nicht, dann gehe ich mal in diese hier rein, weil das sieht so aus als, Baby René, was soll das? Oh, da hast du wohl die falsche Tür gewählt. Ich komme mal zu dir zurück, wenn das okay ist. Ja, ist in Ordnung, du hast noch einen Versuch. Ey, Baby René, dass du mich so austrickst, das ist ja unfair. Okay, die Tür ist... Das war wohl dann die Tür, nicht die richtige Tür. Lass mir mal zu, jetzt gehe ich hier rein. So, hier ist zumindest keine Falltür, aber weiter geht's hier auch nicht. Oh, der ist aber süß. Hi. Ey. Ja gut, ich hab's ja schon nochmal vorgesehen, deswegen wollte ich da jetzt nicht reingehen, weil das wäre ja Schummeln. Und hier geht's weiter. Ganz genau, hier geht's weiter. Ist diese Tür, gehört ja auch noch dazu? Ja, die gehören alle dazu, aber die ist ja nicht ganz richtig hier eingebaut. Ich glaube, das ist dann schon mal die falsche. Fünf Türen? War das die richtige Tür, Baby René? Das war die richtige Tür. Warte, und was befindet sich hinter der anderen Tür? Das möchte ich sehen. Darf ich gucken, oder? Ja, du darfst gucken. Oh, was ist denn hier? Da ist Glas. Und hier? Auch Glas. Hier? Auch Glas. Baby René. Und auch Glas. Du hast es aber echt schwierig gemacht mit dem Glas. Oh. Ja. Oh, aber hat es nochmal Glück gehabt? Hat es dann direkt die richtige Tür? Das stimmt. Okay. Blau oder pink, Baby René? Och, Mann. Ja, also jetzt hier
musst du dich entscheiden zwischen blau oder pink. Pink, aber da du heute blau anhast, würde ich dir raten, blau zu nehmen. Okay, das ist ein guter Tipp. Also blau würdest du mir empfehlen. Ja, genau. Das wird dann bestimmt die richtige Tür sein. Ja, okay, Baby René, ich vertraue dir mal. So, wo geht's hier lang? Oh. Du hast doch gesagt blau. Wo komme ich jetzt hier raus? Gar nicht mehr. Tschüss. Baby René. Okay, du kommst doch raus. Vielleicht war die andere Tür auch die richtige. Das ist... Ja, aber ich vertraue dir jetzt nicht so ganz. Ist hier irgendwas vielleicht? Baby? Ich dachte gerade, man kommt nicht schnell raus. Also ich hatte jetzt schon Angst, Baby, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Nein, da musst du keine Angst haben. Und hier haben wir eine weitere Tür. Ja, das ist doch die richtige, weil hier wird gezeigt, dass da durchgehen soll, oder? Ja, das ist die richtige Tür. Okay. Okay, wie komme ich jetzt hier durch? Jetzt musst du hier rechts entlang. Hier rechts entlang. Und jetzt wieder drei Türen. Genau. Und ich würde sagen, da... Man sagt ja immer die goldene Mitte, dann ist hier wahrscheinlich die in der Mitte die richtige. Okay. Ups. Und doch nicht. Oh, da bist du wohl nach unten gefallen. Baby René, warum prankst du mich denn? Jetzt komme ich nicht mehr zu dir. Jetzt liege ich jetzt mal am Boden. Jetzt siehst du, ich habe Kopfschmerzen. Ja, das kann passieren, wenn man so eine Challenge macht. Ich glaube, links ist jetzt diesmal gut, vielleicht oder? Vielleicht war auch links die richtige. Okay. Ich weiß es nicht. Oh, ja, tatsächlich. Oh, ich hatte schon Angst, dass ich runterfalle. Jetzt bin ich auch selber runtergefallen. Oh nein, ich bin runtergefallen, Baby René, was soll das? Jetzt sind wir beide runtergefallen. Ja. Aber wir gehen mal zurück in mein Haus. So, hier kann man noch nirgendwo runterfallen. So, okay. So, aber hast du ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Ich war ganz überrascht. Wir können uns das Ganze ja nochmal anschauen. Hä, aber ich muss doch weitermachen, Baby René, das ist ja noch nicht zu Ende. Nee, das war das Ende. Ehrlich? Ja, das war das Ende. Ich will mir das doch mal angucken. So, die erste Tür war ja rechts. Die Türen stehen offen, dann sehe ich das ja. Okay, cool. Ganz genau, die Türen stehen noch auf. Links, dann war es nicht blau, sondern dann war es pink. Und dann, aber was war denn hinter den anderen Türen? Okay, jede Tür wäre hier richtig anscheinend. Ja, genau. Na gut, dann war es hier... War das die linke? Ich glaube ja, oder? Genau, du hast am Ende die linke genommen und da ist hier so eine Glas... Ein Glasboden, das heißt, da fliegt man nicht nach unten. Aber was denn bei der anderen Tür? Bei der anderen Tür ist auch Glasboden. Das heißt, hier ist nur eine Tür, die falsche ist. Aber das war dann blöderweise die, die du genommen hast. Und jetzt habe ich gewonnen? Ja, du hast gewonnen. Okay, was kriege ich jetzt? Du kriegst, den Hauptpreis. Ja, ein Royal Egg. Ne? Noch wertvoller als ein Royal Egg. Baby René. Oh, man sieht ja schon. Du siehst schon viel wertvoller als das Royal Egg. Baby René. Herzlichen Glückwunsch. Das habe ich aber schon. Dann hast du jetzt zwei. Du kannst ja dann vielleicht, wenn du vier hast, kannst du ja dann Neon-Spielzeug draus machen. Soll ich dir einen coolen Trick zeigen? Oh, badum. Nein, du kriegst natürlich ein richtig, richtig tolles Geschenk. Oh. Ist dein Haus jetzt da runtergefallen? Ja. Weniger. Adam ist runtergesprungen. Guck mal, ich zeig dir mal einen coolen Trick. Wo ist Adam? Kommt jetzt Adam zurück? Ich hoffe mal. Wäre schon blöd, wenn jetzt... da ist er. Adam, guck mal. Da. Los, Adam. Guck mal, schau mal, Baby René. Los, Adam. Und Stöckchen. Oh. Adam? Oh. Na gut. Ist ein bisschen gefährlicher für Haustiere. Ja, das hast du recht. Okay, was kriegst du? Du kriegst natürlich noch ein richtiges Geschenk. Nämlich, lass mich kurz überlegen, ich habe da was vorbereitet. Juhu, ein Geschenk von Baby René, ich freue mich. Ja, das ist ein ganz seltener Moment, dass ich mal was freiwillig schenke. Ja. Aber jetzt ist es soweit. Und du kannst es schon sehen. Nein, das schenkst du mir doch jetzt nicht wirklich, oder? Doch, das schenke ich dir. Dafür müssen wir einmal handeln. Baby René, da kriege ich natürlich direkt die Anfrage, wenn jemand ein Royal Egg bekommt. Gut, ich schenke dir auch was. Das ist auch ganz wertvoll. Oh, danke. Das ist ja eigentlich genauso wertvoll wie ein Royal Egg. Boah, eigentlich würde ich gar nicht beschädigen drücken. Doch, Baby René, das ist ja nur fair. Du hast den Parcours gewonnen, dann kriegst du auch ein königliches Ei. Machst du das dann direkt offen oder machst du das erst irgendwann offen? Ich mach das jetzt direkt auf. Okay, ja, dann... Oh. Der Tausch hat nicht funktioniert. Baby René, ich das wohl behalten? Nein, wir tauschen jetzt nochmal. Aber ich verspreche dir, ich habe es nicht abgebrochen. Ich habe noch eine Frage. Ja? Kannst du mir gleich sagen, wie lange du dafür gebraucht hast? Ich habe dafür
Ich glaube, ungefähr eine Stunde gebraucht. Das war schon etwas aufwendiger. So, und jetzt hast du das königliche Ei bekommen. Das heißt, jetzt kannst du das auch aufmachen. Wo ist es denn? So, und wie lange hast du dafür gebraucht? Das musst du mir jetzt auch erklären. Das habe ich gerade gesagt. Eine Stunde ungefähr habe ich dafür gebraucht. Eine Stunde? Oh, okay, cool. Du musst ja auch den Boden da komplett neu auslegen, oder? Mhm. Und die Decke. Da sagst du was. Vielleicht waren das auch 2 Stunden. Und die Decke. Aber dann mach mal das königliche Ei auf. Ich bin schon ganz gespannt. Ja. Gut, dann mach ich das mal auf. Und wenn da jetzt ein Einhorn drin ist. Nee. Rabbit. Mal wieder. Ihr sollt dir auch was schenken, Baby René. Ja, du kannst mir gerne auch ein Royal Egg schenken. Nö, ich schenke dir den Rabbit. Danke. Toll. Es hat mir Spaß gemacht, Baby René. Danke. So ja, wie bin ich jetzt raus? Einfach den ganzen Weg zurück. Aber hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like. Da schreibt auch auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare, mit wem wir diesen Parcours sonst noch machen sollen. Ich glaube, da kommen vor allem 2 Leute noch in Frage. Ja. Und abonniert doch gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.